Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zur gemeinsamen Pause von LiveNet. Wieder mal treffen wir uns hier am Mittwochmorgen um 9:30 Uhr und Sie erhalten da wieder die Möglichkeit zum Austausch jeweils, wenn Sie mal live dabei sein wollen und direkt mit den Leuten von LiveNet und Freunden von LiveNet so ein wenig eine gemeinsame Zeit erleben wollen, gehen Sie einfach auf livenet.ch/Pause und dann sind Sie direkt hier drin, können sich registrieren und einloggen und dann in der Gruppe hier mit diskutieren. Und natürlich, so oder so, kommen Sie in den Genuss auch heute von einem Input, von einem geistlichen Pausenbrot. Heute ist unser Gast, ein Stammgast selbstverständlich hier in unserem Meeting, der Beat Baumann, der Geschäftsführer von LiveNet. Sehr Hallo. schön. Danke, Flo, für die Einführung. Ich freue mich sehr, da euch was beizutragen, ein geistliches Pausenbrot. Und ich bin im Moment dran, die Bibel intensiv zu lesen. Ich habe mir vorgenommen, in den ersten 30 Tagen vom Jahr das ganze Neue Testament zu lesen und noch einen anderen Bibelplan zu starten. Und das fasziniert mich so, das Wort Gottes und dass man richtig reich genährt. Und ein Kapitel, was mich auch besonders angesprochen hat, ist Matthäus 13. Da spricht ja Jesus von ganz verschiedenen Arten, wie das Wort vom Reich Gottes verkündigt wird. Er spricht am Anfang, was wir oft mal Evangelium weitergeben nennen, ist ja die Botschaft des Königreichs, das immer wieder von ihm genannt wird. Es geht also um das Reich Gottes, Einflussgebiet von Gott, den Bereich. Darum freue ich mich auch über unsere Jesus.ch Printzeitung Influencer Number One. Dort geht es ja auch um dieses Einflussgebiet. Und dann spricht er zuerst von diesem Gleichnis von den Samen, die ausgesät werden, das eine auf gutem Boden, das viel Frucht bringt, dann auf den Weg, auf die Steine und auch auf den Dickicht, wo die Sorgen des Alltags das Wort Gottes ersticken. An anderer Stelle sagt er dann, dass wir, die Söhne und Töchter vom Reich Gottes, sind der gute Same, die da reingesetzt sind. Und das ist vielleicht die Frage, wie du dich im Moment fühlst. Weißt du, manchmal denkst du, ich sag was von Gott, alle sind total offen, oder dann sagst du, nein, ich sage was und die ignorieren das oder es gibt Widerstand und wir selbst sind auch ausgesät in diese Welt. Und diese Botschaft, die Jesus weitergibt, das ist ja wie eine Aussaat und dann ist die Frage, wie das ankommt eben auf unseren Herzen. Und das andere, was er erzählt, ist ja das Gleichnis von Unkraut und Weizen. Also dann siehst du eben, Gott segnet die Gerechten und Ungerechten, er lässt die Sonne scheinen über alle. Es gibt dann ein Gericht am Ende der Zeit, aber das ist der Punkt, dass wir halt nicht jetzt in der Zeit sind, man nennt das auch Gnadenzeit, wo Menschen die Möglichkeit haben, das Evangelium oder die Botschaft vom Himmelreich zu hören und dann will Gott schauen, wie wir darauf reagieren. Und das andere, was auch sehr spannend ist, ist dieses Gleichnis, alles im selben Kapitel, von diesem Senfkorn, das allerkleinste Körnchen, das dann einfach riesengroß wird. Das wird ein großer Baum und auch der Sauerteig, das beginnt an einer Ecke und plötzlich ist alles durchsäuert, oder? Da sieht man die Kraft, die darin ist, in dieser Botschaft vom Reich Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes auch, die darin ist, dass einfach das beginnt klein. Und dann wird es groß. Und vielleicht hast du auch einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, du, da ist ja wirklich Gott erst klein am Wirken bei mir oder durch mich. Und dann zu sagen, ach, ich will diese kleinen Anfänge nicht verachten. Das multipliziert sich, das baut sich auf, das wächst, oder? Und ja, dann gibt es diese ganz besondere Stelle auch von diesem Schatz und der kostbaren Perle im Acker. Und da ist einfach jemand drüber gestolpert. Das ist schon spannend, oder? Also der eine, der suchte einen Schatz, der andere ist einfach drüber gestolpert. Und das würde mich interessieren, wie das bei dir war, dass du dann endlich zu der Entscheidung kamst, Jesus nachzufolgen. Bist du zufällig drüber gestolpert? Oder hast du da nach Gott gesucht? Hast du nach dem Sinn des Lebens gesucht? Auch die Frage von Menschen, die dir im Moment auf dem Herzen sind, sind das Gottessucher? Suchen die nach mehr im Leben? Oder stolpern die mal über eine Anregung, die du ihnen gibst? Oder eben auf eine christliche Webseite oder eine evangelistische Zeitung? Auf einem großen Event, der vielleicht stattfindet, oder einen Alpha-Life-Kurs. Und das sind die verschiedenen Arten, wie Menschen einen Schritt näher kommen zu Gott. Also ich finde das auch entlastend, oder, dass es ganz viele Arten gibt, wie man
Gott entdecken kann. Und es gibt auch Menschen, die suchen gar nicht nach Gott und die stolpern eigentlich darüber. Und auch das Letzte in dieser Art dieser Gleichnisse in Matthäus 13, dann spricht Jesus von diesem großen Fischfang. Gott wirft das Netz aus und die werden einfach eingefangen und eingesammelt. Und dann heißt es ja Matthäus 4, das sagt Jesus zu den Jüngern, die einfach Berufsfischer waren, du, ich will dich zum Menschenfischen machen. Und das finde ich auch spannend, oder? Es gibt diese Ansätze, dass wir ganz gezielt Menschen einladen oder unser Zeugnis, unsere Berichte, unser Leben mit Gott erzählen. Aber dann gibt es eben auch Aktionen, wo wir ganz breit Evangelium sehen. Wie zum Beispiel so eine Verteilaktion von Christus für alle Schweiz oder wie eine Fernsehsendung, wo das Evangelium gestreut wird oder sonst eine Aktion, wo man sagt, wir wollen jetzt alle unsere Nachbarn ansprechen, ganz systematisch. Das ist für mich der große Fischfang. Am Ende der Zeit werden dann wir alle nach diesem Gleichnisbild ist gesprochen, in Körben gesammelt und dann wird Gott das Gericht halten. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir jedem Menschen die Chance geben, das Evangelium zu erfahren. Und vielleicht hast du dir auch schon Gedanken gemacht in diesem Jahr, was sind so deine, die Menschen, die du dir die auf dem Herzen hast, was sind deine Ziele? Da ist ja unsere Erstberufung, ist Matthäus 28, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und wie wäre es, wenn jetzt dieses erste, die erste Priorität von Jesus auch in unserem Leben die erste Priorität wäre? Da könnte ganz, ganz viel geschehen. Und ich ermute dich, dass du dich auch neu fokussierst und dir überlegst, was sind die Menschen, die ich jetzt auf dem Herzen habe, die mir nahestehen, welche möchte ich neu in Kontakt pflegen? Oder gibt es Aktionen, Initiativen, wo die Netze ganz breit ausgeworfen werden? Also ich zum Beispiel habe mir Ziele gesetzt, wenn wir bei LiveNet beginnen. Wir haben letztes Jahr 1 Million Haushalte mit dem Evangelium erreicht. Auch in diesem Jahr, denke ich, wollen wir wieder 1 Million Haushalte mit evangelistischen Schriften erreichen. Und dann bei dem Go 2020, dieser Global Outreach-Bewegung, jetzt ist Go 21, ist das Ziel klar gesetzt. Erneut wollen wir gemeinsam mit all diesen Hunderten von Gemeindeverbänden und Werken 1 Milliarde Menschen erreichen. Letztes Jahr kamen ca. 16 Millionen Menschen zum Glauben, von denen wir wissen, die jetzt Nachfolger von Jesus sind. Und auch in diesem Jahr ist das das Ziel und ich investiere relativ viel Zeit in diese zwei Ziele. Auch livenetjesus.ch wollen wir sicher 1 paar Millionen Menschen sehen, die die Seiten besuchen. Im Persönlichen ist jetzt halt, ich bin mehr der große Fischernetztyp auch, aber ich bete täglich für Menschen, manche schon Jahre, dass die zum Glauben finden. Und sagen, Herr, bitte, schenk Gnade. Und dann frage ich auch, was könnte ich dazu beitragen? Oder es gibt ja diesen netten Spruch, Herr, hier bin ich, sende deine Engel, oder? Aber ich sage zu sagen, Herr, hier bin ich, brauche mich heute, brauche andere, dass Menschen ein Stück näher zu Gott kommen. Und das ist so mein Pausenbrot an euch, dass ihr euch nochmal überlegt, diese Botschaft vom Himmelreich, wie sollen die zur Zeit und zur Unzeit aussehen, wie Paulus dem Timotheus gesagt hat, predige zur Zeit und zur Unzeit. Das darf auch jemand mal drüber stolpern, Anstoß nehmen. Trotzdem wollen wir ja das möglichst ansprechen und machen und mit Beten dienen, bezeugen Gottes Liebe, Gottes Wesen repräsentieren. Und darum ermutige ich dich, dass du dich von Gott inspirieren lässt. Wo sind die offenen Menschen in deinem Umfeld? Wo willst du Teil sein von diesem großen Fischfang? Weil Jesus sagt auch zu uns, glaube ich, ich will euch zu Menschenfischen machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Beat, für diesen Input, diese auch Herausforderung an uns alle, wie wir das selbst leben wollen. Wo sind die offenen Menschen in meinem Umfeld? Wirklich eine Frage, die mich auch immer wieder bewegt. Immer wieder, ja, stelle ich mir die neu. Aber auch, was du gesagt hast, wie war das eigentlich bei mir selbst? Hast du nach Gott gesucht oder bist du einfach zufällig darüber gestolpert? Ist auch immer wieder interessant, das zu reflektieren. Wie war das eigentlich? Und so, und den eigenen Weg dazu zu schauen und dann vielleicht sich Gedanken zu machen, und wie ist das jetzt bei meinem Nachbarn oder wie könnte ich heute jetzt die Leute ansprechen in meinem direkten Umfeld. Aber da können wir jetzt in den Gruppen noch ein wenig weiter austauschen, wie wir das persönlich für unser 2021 sehen, jedes von uns und allen, die beim Livestream dabei waren,
Sehr schön, dass wir mit euch kurz einen Moment verbringen durften. Wir sind wieder hier in einer Woche, 9.30 Uhr. Wie gesagt, www.lifenet.ch/pause. Dann könnt ihr euch direkt einloggen oder auch wieder über die bekannten Kanäle einfach reinschauen bei Facebook, YouTube oder wo ihr jetzt vielleicht gerade seid. Wir wünschen einen guten Tag, Gottes Segen, und Micha, unser Techniker, könnte jetzt die Breakout-Sessions starten. Gerne.